Schrei sie doch mal, mach die Arme weg! Bruder, die Frau ist am Arsch! Die Frau ist am Arsch! Willkommen zurück, ihr Nachtwüchse. Freunde, heute reagieren wir nochmal eine Runde auf Life of Luxury. Die letzte Reaction auf das Video kam richtig geil an und ich habe mir die anderen Videos von dem Kanal gar nicht angeguckt. Also ich feiere die Jungs voll, ich feiere den Kanal extrem. Aber ich wusste, dass ich wahrscheinlich nochmal darauf reagieren werde, deswegen habe ich auch noch nicht weitergeguckt. Wir gucken jetzt das vorletzte Video auf deren Kanal und das soll super creepy sein. Das soll mindestens genauso creepy sein wie das letzte, worauf wir reagiert haben. Und nochmal ganz kurz für diejenigen, die denken, das ist echt, wenn euch irgendein YouTuber erzählt oder sich so verhält, als wäre das echt. Das stimmt nicht. Die wissen ganz genau, dass es nicht stimmt. Die Videos sind fake. Ist ja geil. Darf ja auch fake sein. Es ist ein geiler Fake und wenn man Fake lustig, cool verpackt und schön gruselig macht. Ich finde, ein bisschen Fake ist okay, solange die Videos unterhaltsam sind. Dass er mich aber mal versucht hat, eine Katze aus einer App umzubringen, das ist nicht Fake, Leute. Ich habe sogar hier noch einen Kratzer. Also ich hatte den Kampf mit dem, er hat halt verloren. Bevor wir loslegen, Freunde, ich habe eine Sünde begangen. Und zwar habe ich jetzt TikTok. Ich werde dort jetzt täglich Videos posten. Und Leute, um das Ganze nochmal ein bisschen zu pushen, habe ich eine Verlosung am Start. Ich habe euch gesagt, dass ich eh mehr verlosen wollte. Kennt ihr Nightmare Before Christmas? Ich habe hier ein wunderschönes Plüschtier davon, das ihr gewinnen könnt, Leute. Deswegen kommentiert einfach dieses erste Video, das ich da gepostet habe heute. Kommentiert es und genau, folgt mir auf jeden Fall auf TikTok und dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Und dann gönne ich allen von euch dieses wunderschöne Plüschi. Plüschino. Freunde, ich laber jetzt schon wieder zu viel rum. Wir legen jetzt einfach los. Erstmal meine Kopfhörer wieder dran machen. Leute, mit Kopfhörer ist alles fünfmal schlimmer. Es ist alles fünfmal schlimmer. Weil das dringt dann richtig in euer Gehirn ein. Die ganze Kacke. Das geht ab. Hey, ich weiß, ich muss zum Friseur. Aber es ist Corona, es ist Lockdown. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen, wenn ich aussehe wie Thomas Gottschalk? Was soll ich machen? Läuft die Kamera überhaupt? Ja, läuft. Das Problem bei Reactions ist, dass ich hasse es. Du musst halt so Bildschirmaufnahme machen. Dann musst du gucken, ob dein Sound passt. Kamera läuft. Bildschirmaufnahme, den richtigen Monitor filmen. Die ganze Kacke. Was tut man nicht alles für euch? Okay, ganz kurz zusammengefasst. Ich habe kurz vorgespult, weil am Anfang erklären die mal kurz, was abgeht. Und zwar, die Jungs wurden angeschrieben von so einem Mädchen, das versucht hat, in ihre Wohnung, in ihr Haus einzudringen. Und die haben denen auch so Videomaterial geschickt von der Person, die gerade versucht so einzudringen. Es war so eine Frau, die ein bisschen creepy aussieht. Und ja, jetzt wurden die engagiert, um den Ganzen auf den Grund zu gehen. Okay. Let's go. Let's go! Dude, I'm really creeped out by that video Emma sent us. Why do you think someone's trying to break into her house like that? Ich liebe ihn. A million reasons. Why does she even need us for this? Can't she just call the police or something? Bro, the police aren't gonna stay with her there all night. Bro, the person trying to break in could be dangerous. Why should we get in? Eigentlich hat er schon recht, weil er sagt, warum rufen die nicht die Polizei? Und er sagt halt, die Polizei, die kann da nicht die ganze Nacht auf das Haus aufpassen. Aber okay. Involved in this, bro. This girl's scared and she's asking for our help. We can't just ignore. Er ist so ein Held. Er ist immer der Held. Er ist immer der Vernünftige und ein bisschen Schisser. Und er ist der Held. Er ist der Held. Das hat er mit Absicht so gemacht, dass er der Held ist. Bro, we're here. This neighborhood looks so unsafe. People are probably breaking their houses around here all the time. Bro, do you want to help this girl or not? Okay, we're already here. Okay, let's just go in, dude. Just calm down, right? We're gonna be fine. Er ist farbenblind, oder? Deswegen die Sonnenbrille. Weil ich habe mich letztes Mal gefragt, warum er Sonnenbrille hat. Viele von euch haben geschrieben, der ist farbenblind. Aber ist das so eine Brille für farbenblind? Ich weiß gar nicht, was die da tragen. Aber jetzt wissen wir es zumindest. Okay, so, aber warum schläft er auch mit Sonnenbrille? Okay, die sind angekommen. Das ist kind of gross. 1 Uhr nachts, 1 Uhr morgens. Ich finde es so cool, dass er immer so richtig drin ist. Guck mal, sein Gesichtsausdruck ist immer so ein bisschen neutral abgefuckt. Er ist immer so drauf, so. Hm. Mach ich halt meinen Job jetzt. Hi. What the fuck? You're Emma, right? Are you Emma? Yes. Oh mein Gott, ist die creepy. I thought you said in the email that you were 19. Sie sagt, sie ist 19, dann Bruder, sie ist aus wie 40. Can we come inside, please? Yes. Okay.
Is there somewhere we can go to sit down? Yes. Alter, dieses ganze Haus ist so super creepy, Mann. Du kannst da so geile Sachen drehen. In Amerika hat gefühlt eh jeder ein Haus. Okay, da kannst du solche Filme auch viel cooler machen. Okay. So you told us in the email you sent us that you think someone's been watching you through your window. And you said they even tried to get in once. It is no problem anymore. What the fuck? What do you mean? You seem really. Die tun gerade zusammenfassen, dass er erklärt halt so, ja, du hast in der Mail nach Hilfe gefragt und so. Und sie meint jetzt so, das spielt jetzt eh keine Rolle mehr. You freaked out in that email. Oh, don't know. I was myself. Bro, I think she's crazy. Warum hat er Schlappen an? Warte kurz, sorry, ich bringe euch gerade raus aus Stimmung, ich weiß, aber Bro, diese Schlappen einfach. Man muss auch ein bisschen mit Humor sehen, man kann nicht immer sich nur gruseln. Diese Mischung ist beste. What do you mean by that? I just couldn't feel it. Couldn't feel what? Emma, do you live alone? My daughter's here. Oh Gott, ist die creepy, Mann! What? Aber sie ist 19, sie hat eine Tochter, die hier ist. Someone's crazy. I don't think she should have a child. Dude, whose house are we in? That's Emma, right? I don't know, dude. I don't know who this woman is. What's she doing there? Bruder, was zur Hölle? Your daughter's in here? Das ist so cool gemacht. Diese Puppe einfach. She's beautiful. Sweetheart, do you need a bath? Emma, can you sit down again with us, please? Emma, is there anyone else here to like take care of you and your daughter? I used to live with my mother. One time, I tried on her dress, and when she caught me, she locked me in the closet. All night. I'm sorry to hear that. I screamed and begged to be let out, but I eventually let it. Emma, listen, we want to make sure no one's trying to come in and hurt you, so we'll set up cameras. I know you wanted us to do that. I just need to go talk to Chester, okay? If you want to go to your room with your daughter. Come on, come here. Dude, what is going on in this house? Bro, she thinks that doll is her daughter. You're concerned about that doll right now? This isn't even the same. Die ist einfach am Arsch, Mann. Die ist einfach am Arsch. Bro, she said she was Emma. Is she catfishing us? Dude, ich liebe ihn. Ich schwöre, ich muss einfach kommentieren. Ich liebe ihn einfach. Er ist immer so panisch. So, wow, wir müssen hier weg, Mann. Wir müssen hier weg. This is a middle-aged woman. How do you not see that? Genau. Ist der Beste. Bro, look at these pictures. It looks like she scratched the faces out on these. Who do you think those people are? Dude, I don't know, maybe she crossed their faces out because they died or something. Like, this is how she grieves. Der erklärt also, ja, die hat das wahrscheinlich, diese Gesichter rausgekratzt, sozusagen, weil jemand gestorben ist und dass man die halt nicht mehr sieht und so auch. Manche machen ja auch, gerade bei Verstorbenen und so, tut man da diese Bilder von der Person dann umdrehen oder halt, dass man die halt nicht mehr sieht, weil die Person nicht mehr da ist. Oder irgendwie verdecken. Vielleicht ist das ihr Ritual, wenn jemand stirbt, dass sie das macht. Bro, who's supper for? The dolls? I have no idea, bro. We need to figure out what's going on in this house. Let's set us from cameras, okay? Okay. Jetzt ist der beste Party, die ganzen Kameras anbringen. So, this is here. Okay, good. Okay, I think this is Amazon. This is where Cameron.
phone or something. Telefoniert ihr oder was? Hi. Was macht sie? Was macht sie? Oh mein Gott. Emma. What are you doing there? Okay, I'm just gonna put this camera in your room. Komm, die machen das so geil. Die brauchen gar nicht, du brauchst nicht so krasse Effekte oder so Blut oder so richtig brutal eklig machen. So Kleinigkeiten machen die Sache eh schon creepy. So eine Frau, die sich komisch verhält, dann diese Puppe. Du musst nicht immer so übertreiben mit Effekten oder so richtig so ein Splatter machen, um dich zu gruseln. Das dieses bisschen Subtile, dieses bisschen Kaputte, dieses bisschen die Welt ist am Arschige, Beste. Emma, we're gonna be staying in your spare bedroom tonight, if that's okay. Bro, why is she doing that? This is creepy. Stop it! Okay, so we set up a bunch of cameras and lock the doors in case he's back. We'll leave you alone now. What do you mean? That doll doesn't look like me. It's going over. It's going over. Ich liebe ihn so sehr. What do you mean by that? Dieses Panische. Warum ist er überhaupt dabei? Okay, so I guess this is the room that we're going to be staying in. Okay. Oh, bro, finally. Two beds. Well, I kind of liked it the way it was before. You gotta be joking me right now. We finally have separate beds. Well, do you think we could just push them together? Dude, we are not going to push these beds together. Hey, wo ist das Problem jetzt? Zwei Betten. Wieso will er die zusammenrücken? Aus Angst, oder? Dude, there's something really wrong with this lady, bro. Do you think she doesn't like me? What? She yelled at me when I was in her room. Bro, why do you care about what this lady thinks about you? I'm more worried about what the hell is going on in this house. I can't stop thinking about those dolls. Does this sound like the same girl who messaged you? Dude, this lady does not seem mentally competent. I have no idea how she could have even written that email. Hey, habe ich irgendwas verpasst? Durch das ganze Gelaber habe ich jetzt nicht gecheckt. Hat sie was gegen ihn gehabt oder was? Hat sie was gegen unseren Lieblingsboy? Wie hieß der? Tommy? Ist das der Tommy? Bro, so who is this lady? Why can't we just go home? Bro, I don't know who this lady is, but it's kind of too late to drive back now. And plus, let's just record her and make sure she's not doing anything too bad, okay? Let's go to sleep. Okay. Er ist immer so cool. Aber voll die Augenringe, Mann. Er wollte halt wirklich, dass die Betten zusammen sind. Okay, jetzt wird's bestimmt creepy. Das ist typisch. Das ist immer so. Jetzt muss was passieren. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Das ist so am Arsch, Mann. Das ist so am Arsch, Mann. Das ist so am Arsch, Mann. Mein Gott. Aber so einfach gemacht, aber so gruselig. Meine Güte. Die macht das so gut. What? Das habe ich nicht erwartet. Das habe ich nicht erwartet. Ich bin drin. Meine Güte. Oh Gott. Leg dich wieder hin, Bro. Geh ins Bett, Bro. Oh Gott. 3 Uhr, Leute. Ihr kennt die Uhrzeit.
Guys, I just came downstairs to use the bathroom, and I heard a screaming noise. Oh my god. Also immer noch dieselbe Nacht. Listen. Da schreit jemand wie ein Psychopath Seth Satan, Mann. Da zockt jemand Seth Satan. Ich schwöre, es sind dieselben Geräusche. Es sind dieselben Geräusche. Hello? Was ist das für ein Keller, Mann? Mit Sauna, oder? Hello? Who's there? Gott, das ist die Tochter. She locked me in here. She locked me down here. Emma did? I'm Emma. Mm-hmm. Oh my god. Hurry. Befrei sie. Oh, okay. Hold on. I'm gonna go get Parker. Wait. Nein, befrei sie doch. Was machst du? Also kurz befreien, dann sind sie zu zweit. Oh no. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin drin. Ich schwöre, ich bin drin. Nein! Tommy ist eingesperrt! Heißt du überhaupt Tommy? Bruder, renn! Beschütz deinen Bro! What's going on? Nein, nein, Chester heißt der. Wie komme ich auf Tommy? Yo, what's going on, dude? Dude, there's a girl down here. What are you talking about? Emma's crazy. She locked us down here. Bruder, die Frau ist am Arsch! Die Frau ist am Arsch! Befrei sie doch, Mann! Mach die Arme weg! Oh mein Gott, wie die rumschreit! Ich sterbe! Raus! Ich bin so drin! Ich bin so drin! Alter, diese Schreie! Ich bin so drin! Weg, hold up! She locked you in there! She locked you in there? I told you I had a bad feeling about her! Okay, are you okay? What did she do? Dude, this is freaking me out! Die ist bestimmt auch am Arsch. Okay, everything's gonna be alright, okay? We'll take you back to our house for now until we can figure out what's going on, okay? Was ist? Also wir haben die Emma mitgenommen zu sich nach Hause und haben halt gefragt, was die Frau von ihr wollte. Und die sagt halt, dass sie es nicht weiß, aber die Frau halt gesagt hat, sie möchte nicht noch jemanden verlieren. So als wäre da schon mal jemand gestorben. Ich schwör's euch, ich war so drin. Leute, die haben das so geil gemacht. Wirklich, es ist so geil gemacht. Es ist so kompakt. Es ist so wirklich so kompakt wie die besten Stellen aus einem Horrorfilm. Weil manchmal baut sich ein Horrorfilm meiner Meinung nach zu lang auf. Du schläfst dann teilweise halb ein, wenn das zu lang aufbaut. Und das ist halt so. So könnten auch so Kurzhorrorfilme sind richtig nice. So kurz erklären, was abgeht. Und dann geht's schon in der ersten Nacht los. Also richtig nice, Mann, richtig nice. Freunde, das war's mit der Reaction. Falls euch das Video gefallen hat, falls euch generell Reactions gefallen, so auf die Jungs vor allem, dann einmal das Video liken, dann machen wir sowas öfter. Und Freunde, vergesst nicht, bei der Verlosung mitzumachen. Folgt mir direkt auf TikTok, dann seht ihr mehr von meiner Fresse. Ansonsten, Freunde, war's das mit dem Video. Passt auf euch auf. Wir sehen uns. Habt eine gute Nacht. Bis dann. Muah.